Ein Blick in eure Seele. Der versaute Kopf ist auf einmal zum Leben erwacht. Ja, mit jeder abgeschlossenen Welt wurde ein Viertel des Wispig-Kopfes lebendig. Man weiß es nicht genau. Acht Parts und acht Fahrer später haben wir die vier Welten komplett beendet. 39 Ballons. Da bestreiten wir doch erstmal ein Rennen gegen... Ihr ahnt es bereits. Wispig! Ja, also wenn ich das Rennen im First Try schaffe, dann fresse ich eine Besenkammer samt Dreck und Staub. Kann's aber mal probieren. Ja, was macht ihr da eigentlich? Das hat nicht viel mit Rennsport und Autos zu tun, mein Freund. Mal fliegt er, mal trampelt er vor sich hin. Ja, das Rennen gegen Wispig schafft man, wenn man jeden Turbo nimmt und auch versucht, nicht irgendwie dumm ins Wasser zu fallen. Dazu muss man die Strecken erstmal gut kennen, sonst passiert so etwas. Guck mal, ich komme hier gar nicht aus dem Wasser raus. Aber ich hole mir erstmal ein bisschen Übung, ne? Strecke kennenlernen, dies, das. Ganz elementar ist hier auch der Tipp, den ich schon vor langer Zeit mal erwähnt habe, nämlich bei den Turbostreifen bzw. Touch sagt es einem ja, glaube nach dem ersten Boss. Und zwar bei den Beschleunigungsstreifen, die Gastaste loslassen. Da gibt es den grünen Turbo und der ist besser. Und da es hier bei Turbos Schlag auf Schlag geht, diese Doppelkombination, die muss halt einfach passen. Mach direkt nochmal. Die Animation kommt jedes Mal, wirklich? Das muss halt gelingen. Über drei Runden. Und da bin ich guter Dinge. Ich glaube, ich habe den früher und auch im ersten Let's Play gelöst. Wo ich stumpf die Gastaste gedrückt gelassen habe. Also auch das geht. Aber dann verbringt ihr hier erstmal euer Weilchen. Bin auch mal aufgetreten in so einem, weiß ich nicht, Artikel von irgendeiner Gaming-Seite mit den, weiß ich nicht, größten Ausrastern oder schwierigsten Bossen, irgend sowas in der Art, wo dann auch für mich schon mein ein, zwei Jahre altes Diddy Kong Racing Let's Play, der Part gegen Wispig, verlinkt war, wo ich den, ich glaube, im Titel auch beschimpft hat als du blöde Sau oder so. Und das war dann dieser witzige Moment, weil ich den Wispig als blöde Sau bezeichnet habe. Und auch dachte, wenn das der witzigste Moment ist, den ich in meiner Laufbahn als Let's Player hervorgebracht habe, dann ist das schon ein bisschen traurig, aber so wird es wohl sein. Also, du blöde Sau! Versteht ihr? Tippeln sollte ich ja auch mal machen, ja. Aber wichtiger ist halt, die Streifen mitzunehmen und auch gut mitzunehmen. Das hier ist auch schwieriger als die Revanche gegen ihn. Die stattfindet in einer ganz anderen Welt und Strecke. Nee, das geht nicht. Also man darf ruhig einen Fehler machen. So ist es nicht. Fehlerlos hat hier keiner gesagt. Und First Try hat auch keiner behauptet. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich habe schon gemerkt, wo bei mir der Fehler liegt. Kann ich den aber auch erkennen. Und ausmerzen. Kommt auch durch das ganze Charaktergewechsel in jedem Part, dass man nicht so richtig... Das hier. Das muss besser sitzen. Vielleicht sollte ich da oben dann nicht die Gastaste loslassen, sondern einfach auf mehr Kontrolle bauen, damit mir das gelingt. Obacht, ich probiere es nochmal. Also vielleicht ist es nicht schlau, das bei wirklich jedem Beschleunigungsstreifen zu tun. Sekunde. Das ist mein ultimativer Tipp an euch. Das hier geht. So. Logisch. Und der hier halte ich jetzt mal gedrückt. Ah, da kommst du aber nicht gut hoch, ne? Damit ich aber den nehmen kann und auf keinen Fall im Wasser lande.
Rennen habe ich noch nicht aufgegeben. Könnte ich aber allmählich. Der Gummiband-Effekt ist nicht so krass in dem Spiel. Was auch gut ist. Ich begrüße das. Als Kind habe ich hier auch mit Banjo gespielt, ne? Wie gesagt, Banjo hat auch eine relativ gute Beschleunigung. Nur im Handling schwierig. Wobei der hier vermutlich auch gar nicht schlecht ist, um mit dem Links-Rechts-Lenken, da legt er sich ja so ein bisschen in die Kurve und da kann man ein bisschen besser manchmal versuchen, die Streifen zu bekommen. Also kein Wunder, dass ich das dann irgendwann gebacken bekommen habe. Ja, das muss ein bisschen... Das muss einfach sitzen, meine Freunde, meine Damen und Herren. Tatsache, das schwierigste Rennen im Spiel. Boah! Ehrlich gesagt, Herr Markus. Na gut. Ja, ich gehe trotzdem mal hier auf Speed. Ja, da schaffe ich es nicht, die Kurve zu nehmen, um da richtig hinzukommen. Sekunde bitte. Wir haben uns heute Zeit genommen für den und alles, was darum dazugehört. Wir unlocken heute noch einen neuen Charakter. Ich zeige euch, wie man zur fünften Welt kommt und es gibt einige Zwischensequenzen sogar. Ja. Mehr als wie zuvor. So, habt ein bisschen Geduld. Könnt euch natürlich auch den letzten entscheidenden Try reinschneiden. Aber wir wollen ja einen Lerneffekt haben. Ha! Herrlich. Das ist alles noch im Rahmen. Rahmen. Ja, der Wispig, ne? Der war auch früher auch auf dem Cover von der Endzone, ne? Eigentlich alles, was der macht, ist das hier. Das ist alles. Ich dachte, den kennt man irgendwoher. Ich habe den auch in Verbindung gebracht mit Star Fox. Ich weiß nicht, aus irgendwelchen Gründen dachte ich, Wispig gehört zu Star Fox. Ich glaube, es könnte damit zu tun haben, dass auf dem Endzone-Cover damals halt Wispig drauf war und dann stand dann irgendwie Lilith Wars. Also Star Fox 64. Naja, ich weiß nicht. Warum habe ich das Gefühl, dass Tippeln hier nicht viel bringt, ne? Ja, die letzte Runde muss laufen. Dann hast du es. Anders geht's nicht. Und sie läuft und wie sie läuft. Die Nase läuft. Schaut ihn euch an. The King, The Diddy, The Kong! Da dreht er sich um wie eine beleidigte Leberwurst. So kommt er mir auch bald auf den Teller. Ah, jetzt kommst du an, ne? Wenn es denn mehr regnet und so, da kommst du ran. Was ist denn der hier? Eine fette, fette Party! Na, 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 na. Guck mal, Conker, Pipsi und Crunch verstehen sich. Was eine Kombo. Ah, vielleicht wurde Conker von Crunch so ein bisschen. Der hat ihm irgendwas Komisches untergejubelt. Das kann schon sein. Ja, ist das ein Anfall oder soll es Tanzen darstellen? Ja. Alle haben Spaß, Freude. Die Stimmung ist ausgelassen. Aber du böses Schwein, du. Mach wieder schweinische Sachen. Er crasht die Party! Wieder einfach rumlaufen. Die laufen einfach ziellos in der Gegend rum. Jetzt wird's aber abgespaced, oder?
Sind gar nicht so viele, sind gar nicht alle Charaktere. Haben die anderen nicht so gute Laufanimationen? Banjo, Didi. Und Timber. Ja, man würde sagen, Ente gut, alles gut. Deswegen gibt's auch die Credits. Er geht uns nicht mehr auf den Sack. Wispick ist runter von Timber Island. Aber wie es weitergeht, das sehen wir gleich. Vor allen Dingen ist diese Credits, dieser Abspann, schon ziemlicher Spoiler. Das sehen wir jetzt wirklich nochmal jede Strecke. Denn hier sind keine 8 Fahrer zu sehen, immer wenn die Strecke wechselt, sondern 10. Also. Ja, TT ist ein Fahrer durch die Time Trials. Wie gesagt, Touch sollte ursprünglich vermutlich auch ein Fahrer werden. Ja, wir sind... Ach komm, wir sind nicht mal halb durch, Freunde. Wir haben noch so viel vor. Also jetzt die Credits abzuspielen, finde ich ein bisschen albern, ne? Chris Sevor, das ist Conker. Hat er wirklich Conker hier schon gesprochen? Chris Sutherland ist Banjo. Hat er wirklich hier den Conker schon gesprochen? Ist doch albern. Aber die Kamera-Schwenks finde ich eigentlich auch ganz gelungen. Guck mal hier, richtig Action. Yeah. Ich finde schon, dass Rare sich ziemlich schnell, sag ich mal, an diese ganze 3D-Technologie gewöhnt hat. Alles, was dieses Project Dream gewesen ist, ne? Das SNES-Spiel, das auf N64 kam. Und ich glaube, dass auch viel von Banjo-Kazooie, sag ich mal, die Entwicklungsphase dazu beigetragen hat, damit Rare die 3D-Technologie besser versteht und besser programmieren kann. Und natürlich ist nicht dasselbe Team gewesen, nicht im Großen und Ganzen. Aber ich denke, dass viel von dem Gelernt schon angewendet werden konnte in Diddy Kong Racing. Vermutlich ist es auch clever gewesen, erstmal mit Diddy Kong Racing, sag ich mal, so 3D-Welten zu erstellen mit einem vergleichsweise simplen Genre, nämlich einem Rennspiel. Ah, das war's schon. The End. Big Characters Arnold. Och, ich will euch ja noch die Cheats zeigen. Haben wir dafür heute Zeit? Dafür haben wir heute Zeit, Leute. Aber das mache ich gleich. Erstmal wollen wir gucken, wie wir zur... wie es weitergeht. Okay, die Credits haben uns einen Hint gegeben. The End? Fragezeichen? Wir gehen mal wieder rein. Nehmen wir für den Moment weiterhin Diddy. I'm E! 39 Ballons bis jetzt möglich. Scheint alles wie immer zu sein. Man kann an alle Orte zurückkehren, wo wir bereits waren. So, mal gucken hier. Ah ja. Also einer der Frösche ist ein bisschen anders. Dieser Frosch mit der Frisur taucht erst auf, nach meinen Informationen, wenn man 39 Ballons hat, also quasi jetzt, weil anders vorher kommst du nicht an 39 ran. Und wenn du alle 4 Trophies hast. Ja. Also es müsste nach der Logik schon vor dem Endbosskampf möglich gewesen sein. Aber auf jeden Fall, wenn das passiert ist, dann gibt es hier einen Frosch mit einer Frisur. Wenn man ihn überfährt, weiß man auch, was es ist, nämlich in Wirklichkeit ein Hahnenkamm. Er hat aber Lust, nicht zerquetscht zu werden. Und das ist ein bisschen random. Ich erinnere mich, ich habe mich damals gefragt, wo kommt das Geräusch her? Was soll das für ein Geräusch sein? Jetzt ist er mir unter die Räder gekommen. Da ist er mir unter die Räder gekommen und plötzlich fliegt ein Hahn weg. Was soll das denn? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Sehr merkwürdige Sequenz. Es erscheint mir auch sehr random. Aber dann gucken wir uns das doch mal an. Denn jetzt haben wir eine Fahrerauswahl. Den 9. Charakter.
Da ist Drumstick. Ein Drumstick. Ein Drumstick. Ja, da gibt's, also gibt's auch eine Story, nämlich vor den Ereignissen im Spiel hat Wispick den Drumstick in einen Frosch verwandelt. So, und er ist schneller als die anderen 8 Charaktere. Hat auch nicht das beste Handling, aber ein besseres als Banjo. Ja, man merkt aber schon, der driftet auch schon ganz schön in die Seiten. Ist aber in der Summe vermutlich kein schlechter Charakter. Das ist wahr. Jetzt bin ich doch mit dem Auto im Wasser unterwegs. So, und dann gibt's noch etwas. Und zwar, hier sind diese 4... auf dieser Werbebande sieht man jedes abgeschlossene Trophy Race. Wir haben alle 4 Trophäen. Und jetzt müssen wir auf dieses Schild zu steuern, damit Folgendes passiert. Ihr fallt vom Glauben ab. Ihr werdet sehen. Wir fahren jetzt endlich in diesen Leuchtturm. Der zweckentfremdet wird. Die heben mit dem Leuchtturm einfach ab wie mit einer Rakete. What? What? Und so, willkommen in der 5. Welt. Ja, tatsächlich, ne? Und hier geht's auch ganz strikt bemessen. Hier sitzt ja 39 und dann immer ein Ballon mehr für zur nächsten Welt. Auch hier gibt's wieder ein Trophy Race. Kein Minispiel? Warum hast denn du hier eine eigene... Ah ja. Ist das das Finale vielleicht? I guess. Ja, ja, ja. So ist das. Und das machen wir im nächsten Part schön, ne? Mit Drumstick. Für diesen Part hatte ich halt eingeplant, die Sequenzen zu zeigen und den Wispick zu machen. Dann würde ich sagen, gönnen wir uns die Cheats. Hier, Widescreen, ne? Das verstehe ich jetzt mal nicht. Da seht ihr eh keinen Unterschied. Aber das ist auch nur, weil es eine Mod ist, ne? So, Magic Codes. Leute, ich muss noch ganz kurz auf Google in die Recherche gehen. Oh Gott, jetzt alle einzeln einzugeben, halte ich jetzt aber auch für ein bisschen gewagt. Ich gehe mal davon aus, dass die im Deutschen dieselben sind, auch wenn man englische Begriffe eingibt. Zum Beispiel Free Fruit. Start with 10 Bananas. Ja, verstanden. Wenn man jetzt Codelist macht, kann man die ein- und ausstellen. Ah. Control Drumstick. Kann man den auch wieder ausstellen? Den nicht ercheatet, der kommt so. Na, da werde ich mal alles eingeben. Das dauert ein Sekündchen, dann könnt ihr in der Codeliste. Ach so, ihr wollt auch wissen, wie die heißen, ne? Vermutlich nicht. Vermutlich, wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr selbst eingeben. Diddy Kong Racing Magic Codes. Toxic Offender. All Balloons are green. Also wirklich nur Ballons, die Sachen nach hinten werfen. Double Vision. Na, ich fürchte, ich werde es euch doch kürzen. Es ist ja nicht mehr feierlich. Ihr Glücklichen. Dauert ein bisschen, sind eine Menge Codes. Einen gucken wir uns an. Double Vision. Select same player. Achso, im Zweispieler-Modus kann dann, keine Ahnung, zwei Spieler können Diddy nehmen. Sonst wäre das nicht möglich. Bis gleich. So, ich habe jetzt schon einen ganzen Haufen eingegeben. EPC. Lock-up-Display. Und der letzte ist Dodgy Roma. Mhm. Und dann gehen wir gleich mal alles durch. Dodgy Roma nicht anmachen. Sorgt nur dafür, dass das Spiel crasht.
Deswegen wird es bei manchen nicht angezeigt als Cheat. Ja, Mensch, du. Code List. Da sind sie alle. Ach, die sind alle an! Muss das? Good at note? Ich kann's ausmachen. EPC. Nee, EPC war das. Lockup Display. Mach's auch mal aus. ROM-Checksum ist einfach nur, um zu gucken, was für eine Version es ist, oder mehr oder weniger. Dodgy Roma Displays ROM-Checksum. So, wir gehen mal alles durch. Jetzt ist andere Reihenfolge, ne? Also, ich sage euch jetzt, welche Codes was bringen. Ultimate AI, das würde ich mir gerne mal angucken. Da sind die Computerspieler sehr, sehr stark. Two-Player Adventure. Ich sage es jetzt erstmal so. Was es war. Pass auf. Das sind so diese selteneren Codes. Aber alle anderen finde ich hier auf IGN.com. Und ein weiteres. Pass auf. Free Fruit. Wir starten mit 10 Bananen. Haben wir gesehen. Toxic Offender. Alle Ballons sind grün. Double Vision. Zwei Spieler können denselben Charakter nehmen. Opposites Attract. Alle Ballons sind Regenbogen. Body Armor. Alle Ballons sind gelb. Bombs Away. Alle Ballons sind rot. Rocket Fuel. Alle Ballons sind blau. No Yellow Stuff. Heißt, keine Bananen im Multiplayer-Modus. Bye-bye Balloons. Computer können keine Waffen benutzen. Aber hier heißt es anders. Disable Weapons. Nur für die Gegner oder auch für einen selbst? Ist die Frage. Joint Venture ist Two-Player-Adventure-Modus. Time to Lose. Computer is very good. Das ist die AI unten. Blabbermouth, das müssen wir unbedingt anmachen. Changes Horn Sounds. Burgos Bananas. Bananas slow you down. Vitamin B, Unlimited Bananas. Zap the Zippers, no Zippers, also keine Beschleunigungsstreifen. Free for All, Fully Powered Up Balloons. Das stelle ich mir lustig vor. Jukebox, adds Music Test to Audio Options Menu. Arnold, Large Players. Teeny Weenies, Small Players. Offroad, auf 4 Reifen fahren, also wahrscheinlich kannst du dann auch dich auf dem Gras und Sand und so weiter gut fortbewegen. Who did this? Macht die Credits. Und es gibt noch einen, der laut IGN funktionieren sollte, aber ich kann nicht mehr erkennen, was da geschrieben steht. Balloons Gold, All Balloons Good, LI Balloons Gold. Deswegen habe ich nach weiteren Sachen gesucht und fand eben auch die ROM-Checksum-Geschichten und so weiter. Was wollen wir denn jetzt mal probieren? Drumstick lässt du an. Wir machen mal große Charaktere, da muss man wahrscheinlich auch die kleinen ausmachen. Wir starten mit 10 Bananen meinetwegen, haben andere Hupen. Die Credits können wir lassen. Waffen deaktivieren ist Quatsch. Bananen deaktivieren machen wir auch nicht. Bananen machen nein nicht schneller, sondern langsamer, stelle ich mir lustig vor. Können wir was ausprobieren? Also ja, das lassen wir an. Disable Weapons off. Meine Güte. No Limit to Bananas. Was heißt das genau? Man kann unbegrenzt Bananen sammeln und man wird immer langsamer dadurch, stelle ich mir auch lustig vor. Dann, alle Ballons sind die und die Farbe ist natürlich auch Quatsch. Das kann ja gar nicht funktionieren, wenn alle alles sind. Maximum Power-Up, dass jeder Ballon das stärkste Item gibt, stelle ich mir auch lustig vor. Die Streifen ausmachen muss nicht sein. Man kann denselben Spieler nehmen, von mir aus, lass es an. Das will ich auch mal ausprobieren, wie es auf dem Sand und so weiter funktioniert. Und dass die Computerspieler sehr, sehr stark sind. Das würde mich auch interessieren. So. Return. Ah, wir können jetzt die Credits direkt nochmal sehen, weil ich das angemacht habe. Kann ich die dann auch entfernen? Oh, kann ich nicht! Ich kann die nicht skippen! Ja, das ist ja suboptimal. Warum kann man die denn nicht mit dem Startknopf oder mit dem A-Knopf oder... Ich brauche mal L, R, Z, X. Das ist alles nicht... Ja, gut, ja. Select. Nee, gibt's ja gar nicht. Dann schneide ich euch das. Und dann werden wir den Cheat gleich deaktivieren, dass man die Credits sieht. Was soll das denn? Ach, guck mal an. Diesmal ohne Fragezeichen. No cheat this time.
Was? Wussten die, dass die Credits mit Cheats getriggert wurden? Jetzt kommen wir hier raus. Und weil es resettet wurde, sind alle Cheats weg und du musst sie alle wieder neu eingeben. Okay. Ich dachte halt, die Credits werden einfach auswählbar im Optionsmenü. Was soll ich denn wissen? Upsi. Upsi. Bin mal gespannt hier. Gott sei Dank. Display Credits off. Ach, wollten die mir damit sagen, dass sie den ausgemacht haben? Das freut mich, ja. Gut, er hat schon Angst. Wir wollen jetzt mal gucken, wie das denn aussieht. Dann gehen wir einfach hier in die Tracks, hätte ich gesagt. Computerspiele sind sehr gut, aber man wird immer langsamer mit... Man wird immer langsamer mit den Bananen, die es unendlich gibt. Und die Ballons sind auch überkrass. Und die Charaktere sind groß. Arnold heißt der Cheat, der die Charaktere groß macht. Ja, dann sollte ich ja keine Sachen sammeln, ne? Yo, Brudingo! Ja, das Blöde ist, ich bin der Einzige, der quasi Bananen sammelt. Ach ja, Rare, die hatten schon immer Spaß mit ihren Cheats, ne? Ne, die sammeln die auch? Dann werdet ihr auch mal langsamer. Jetzt weiß ich aber nicht, wie viel stärker die Computergegner wirklich sind. Was ich sagen kann. Dann machen wir gleich mal anders und wir machen dann die Teenie-Weenies. Ja, ja, du Teenie-Weenie. Drumstick an. Große Charaktere aus, kleine Charaktere an. Musikmenü, achso, da gucken wir gleich. 10 Bananen haben wir direkt zu Beginn, deswegen war auch langsam, ne? Oh, ah, ich habe die Hupe gar nicht ausprobiert. Das hier muss aus, auf jeden Fall. Aber Bananen unbegrenzt. Maximum Power-Up. Vor wie... Ah, ich wollte auf dem... Ja gut, habe ich jetzt eh nicht mitbekommen. Das da ist halt interessant. Gut. Was ist es eigentlich, ne? Dass man diese... Du kannst diese Worte eh nicht rausfinden, ohne quasi die komplette Liste zu haben, wenn du so willst. Dann machen wir das jetzt mal. Mit dem Flugzeug. Ja, alle ganz klein. So, die Computergegner nehme ich auseinander. Das Passwort heißt ja auch No Win This Time oder so. Und ich sag mal, die hinteren scheinen nicht das Problem zu sein, aber was machen die beiden da vorne? Ja gut, wisst ihr, warum wir besser sind? Wisst ihr, warum wir mithalten? Die benutzen ja irgendwie die Items nicht. Aber selbst mit den OP-Items tun wir uns hier gerade ein bisschen schwer. Also sie sind nicht unschlagbar, aber tatsächlich unangenehm stark. Tja, das ist auch ein Nachteil. Das ist auch ein Nachteil. Select Track, dann mach mal mit. Ich meine, um zu sehen, ob wir Offroad gehen können. Gehe ich mal von aus. Ja, also die Cheats, ne? So spannend sind sie jetzt nicht, ne? Aber ich wollte es mal gezeigt haben. Kriegen noch den krassen Turbostart hin. Alles kein Problem, no sweat, ne? Na, Wasser ist aber nicht Offroad, du. Gewissermaßen schon. Na, dann können sie auch nicht mithalten. Ja, scheint eigentlich nichts auszumachen.
Also die Cheats sind jetzt nicht sehr weit hergeholt, so. Ja, Mensch. Fast schon spannend. Dann werde ich jetzt mal alles deaktivieren, ne? Oder was können wir lassen? Nicht viel. Also den Drumstick, den kann man deaktivieren. Das ist aber Quatsch. Achso, guck ich nur. Off, off. Das Musikmenü, das gucken wir uns noch an. Ach, die Hupen. Die Hupen, Freunde. Die Hupen vergisst er. Wie könnte der Magus bloß die Hupen vergessen? Vergisst die Hupen sonst nie. Warte, ich hupe. Ah. Dann machen wir das mal mit Banjo. Dann gibt es die ganze Zeit Banjo-Geräusche, was? Verstehe, Blabbermouth, deswegen. Statt einer Hupe hört man den Charakter reden. Ja, weiß nicht, wollen wir das vielleicht anlassen? Da lasse ich mich mal dazu hinab, ne? Diesen Cheat anzulassen mit dem Blabbermouth. Können wir mal machen. 10 Bananen aus. Aus, 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 aus. Keine Limit an Bananen aus. Dann Maximum Power-Up aus. Leider. Derselben Spieler aus. Offroad machen wir wieder aus. Zwei Spieler aus. Ultimate AI aus. Und das Rest ist auch aus. Gut. Also alles, was jetzt noch an ist, ist ne, die Hupe und das Musikmenü und Drumstick haben wir immer noch. Und dann gucken wir uns jetzt mal um in diesem Musikmenü. Audio Options oder was? Ah, Musiktest. Einfach ein Soundtest. Ich habe ja schon gesagt, es gibt einen Soundtrack, der ersetzt wurde, der immer noch im Spiel dabei ist. Das da. Das war ursprünglich für die Sichelinsel, die Mondsichelinsel, Crescent Island. Und ja, haben sie dann ersetzt durch einen besseren Soundtrack. Der nervt tatsächlich ein bisschen hier. Oder findet ihr den Track geil? Vielleicht ist er nur ungewohnt. Aber gibt schon Gründe, warum ausgerechnet der ersetzt wurde. War vermutlich das schwächste Glied in der Kette. Gut, dann haben wir diesen Part ja gut gefüllt mit dem Kessel Buntes heute. Mit einem Kessel Buntes. Ja, da hören wir ja noch Soundtracks von den Rennen, von den Strecken, die noch kommen. Denn die fünfte Welt steht uns bevor. Die erkunden wir im nächsten Part mit Drumstick. Danke, dass ihr heute dabei wart. Und wenn ihr noch Cheats kennt, und ich bin gespannt auf eure Meinung, dann ab in die Kommentare damit. Ja, bis zum nächsten Part, ne? Däumchen, bis dann und ciao.